Okay, ich darf euch, ich bin beim Duden, ich darf euch recht herzlich zur Pressekonferenz zum Saisonstart für die AFL, die Austrian Football League, begrüßen. Ich bin Michael Schweizer, ich bin der sportliche Leiter von den Atriums Dijaks Traun. Ich entschuldige unseren Präsidenten Obmann, den Max Kampreger, der das normalerweise macht. Der ist im wohlverdienten Urlaub, weil wenn die Saison dann losgeht, die heuer etwas länger und intensiver ist, zum Glück als wie die letzten Jahre, dann schaut es mit der Zeit eh wieder ein bisschen schlechter aus. Ich darf kurz vorstellen, fangen wir an, das ist der Aufreiter Andi, Linebacker. Dann haben wir den Mike Taylor, ist unser Neuzugang aus Louisiana, Defense Liner, Defense End, Defense Tackle. Dann der Jason Tillery, unser Head Coach, Schweizer Michael. Dann haben wir unseren alten Bekannten, den Quarterback, den John Reeve, der seit vielen, vielen Jahren bei uns ist, glücklicherweise. Und eine seiner Lieblingsanspielstationen, den Schachermeier Michi. Und der dritte US-Import ist gerade am Weg. Das ist der Teddy, den kennen wir auch vom letzten Jahr. Also grundsätzlich, es hat sich glücklicherweise einiges getan, nicht nur an der Corona-Front, sodass wir jetzt davon ausgehen können, dass wir wieder eine ordentliche Saison Football in Österreich spielen können. Zusätzlich zu dieser ordentlichen Saison, die wir erwarten, können wir auch glücklicherweise wieder ins Trauner Stadion. Die Baustelle wird soweit fertig sein, dass ein geregelter Spielbetrieb da drinnen möglich ist, was uns natürlich sehr freut und wir nicht nach Wales ausweichen müssen. Und wir hoffen, dass wir wieder viele Zuschauer ins Trauner Stadion bekommen werden. Und das wollen wir uns mit guten Leistungen in der AFL wieder verdienen. Also, was hat sich geändert? Also erstens, wir sind nach einer Saison, also noch praktisch nach zwei Saisonen, eine Corona-Saison, die wir nicht zählen, 2020, dann letztes Jahr durch die ganze Corona-Geschichten mit schwieriger Kadersituation, nicht nur bei uns, sondern in ganz Österreich eigentlich, haben wir freiwillig ein Jahr in der Division 1 eingelegt. Da waren wir auf einem sehr guten Weg, kurz rückblickend, haben dann leider das Halbfinale in Salzburg in einer Regenschlacht verloren. Aber, und es hat sehr konstruktive Gespräche gegeben und es ist das eingetreten, was die Steel Sharks und auch einige andere Vereine glücklicherweise in Österreich schon jahrelang wollten, dass wir aus der Liga, wo immer 5, 6 Mannschaften spielen, eine größere Liga machen. Und jetzt ist das glücklicherweise endlich Wirklichkeit geworden. Die AFL ist jetzt in Zukunft eine 10er-Liga. Es sind praktisch 4 Mannschaften aus der Division 1 aufgestiegen und die AFL ist jetzt, sind die Vikings aus Wien, die Raiders aus Tirol, die Rangers, alte Bekannte aus Mödling, die Danube Dragons, die Graz Giants, die Prague Panthers, die Salzburg Ducks, die Telms Patriots, die Znojmo Knights und wir, die Stijaks Traun. Wir erwarten grundsätzlich in der AFL nächstes Jahr eine viel, viel, viel ausgeglichenere Liga als wie in den Jahren zuvor, wo man ehrlicherweise und realistischerweise grundsätzlich schon recht gut Bescheid gewusst hat vor der Saison, wie das Ganze circa ausgehen wird. Wie gesagt, durch diese Umstellung, durch das, dass viele neue Vereine, gegen die wir auch letztes Jahr gespielt haben, relativ erfolgreich großteils, und alte Bekannte wie die Giants und die Dragons, die teilweise ihre also sehr gute Spieler an diese 11 Mannschaften verloren haben, erwarten wir, dass wir eine Liga haben, die auf Augenhöhe laufen wird. Also wir gehen davon aus, dass das spannende Spiele sein werden. Das ist das, was wir seit vielen Jahren wollten. Das ist das, was wir uns für die Fans wünschen, nicht nur in Traun, sondern generell, weil es macht wenig Sinn. Es ist einmal ganz interessant, wenn man gegen die Raiders spielt und 60-14 verliert einmal, aber wenn man das jedes Jahr macht, dann stellt das irgendwie das ein bisschen in Frage. Somit ist das Ganze ein bisschen geklettet worden, glücklicherweise. Was sich noch geändert hat, ist die Importregelung, wie das mit zugekauften Spielern, sage ich jetzt mal, funktionieren wird. Es ist ja in Amerika gibt es sowas wie ein Draft-System und dass die schlechteren Mannschaften den besten Spieler aussuchen dürfen. Sowas geht ja bei uns natürlich nicht. Jetzt haben sie die Mannschaften und es hat eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit innerhalb der AFL-Vereine gegeben, was die sportliche und das organisatorische betrifft. Haben wir uns auf eine Regelung geeinigt, dass praktisch je besser eine Mannschaft im Vorjahr abgeschnitten hat, umso weniger Imports darf sie haben. Und damit man das
ein bisschen strecken kann, haben wir das mit Sternen erledigt sozusagen. Das heißt, es ist jetzt in Zukunft so, dass Spieler aus den Vereinigten Staaten, aus Mexiko, aus Kanada und aus Japan 2 Sterne benötigen, jetzt unter Anführungszeichen, und ein Europäer, den zum Beispiel mir einen schwedischen Receiver hole, der braucht dann 1 Stern. Es ist dann so, dass die schlechter gereihten Mannschaften haben mehr Sterne und die besser gereihten weniger. Also im nächsten Jahr ist es so, dass wir in Traun 8 Sterne zur Verfügung haben, die wir jetzt einmal soweit besetzt haben, bis auf einen, wo wir dann vielleicht noch einen Europäer haben. Wir haben jetzt unseren bekannten John Uribe als Quarterback zum fünften Mal in Österreich. Glücklicherweise, die Kontinuität ist uns sehr wichtig, wenn das menschlich und sportlich passt. Und ich glaube, das ist der Beweis, dass das ganz gut funktioniert. Der junge Mann ist seit kurzem verheiratet und ist stolzer Vater. Ist praktisch jetzt mehr oder weniger schon fast der Linzer, was uns sehr freut. Dann haben wir einen Teddy Martinez, den wir leider in Traun noch nicht gesehen haben, aber der letztes Jahr in Wales und in Österreich eine großartige Leistung aufs Feld gezaubert hat. Den haben wir auch wieder zurückgebracht. Wie gesagt, das ist mir persönlich als sportlichen Leiter sehr wichtig. Wenn das sportlich und menschlich passt, dann brauche ich das Rad neu erfinden. Und wir wissen, dass die Qualität von Teddy und von John in der AFL auf jeden Fall nicht ausreichend, sondern die ist von Niveau her sehr, sehr gut. Und wir haben einen neuen jungen Herrn an Land ziehen können. Wir haben oft ein bisschen Probleme gehabt in der D-Line, also an der vordersten Front in der Verteidigung. Und ich hoffe, dass er im wahrsten Sinne des Wortes diese Lücke schließen kann. Er ist der Mike Taylor III, der Dritte, ist aus Louisiana, Shreveport, also auch ein US-Guy. Hat letztes Jahr, also hat Georgian University gespielt und letztes Jahr in der ELF. Und wir konnten ihn glücklicherweise nach Traun lotsen. Jo, das ist einmal vom Organisatorischen und jetzt habe ich nur geredet. Und das Sportliche darf ich dem Jason das Wort überreichen. So, Goals and. Ja, thanks, Mike. Einen habe ich nur vergessen. Wir haben einen Mexikaner, wieder einen Adrian Soto, der hat vor ein paar Jahren schon bei uns gespielt ist, hat in Österreich studiert und der wird auch einen Comeback-Versuch starten und wir hoffen, dass uns der auch noch helfen kann, um unsere Ziele zu erreichen. Danke. Thanks, Marco. First thing, the goal is championship. This team's been in the AFL from the 2017, 2018, 2019 season. Had the pleasure of being part of the last 2 AFL seasons. And with the challenges with the health issues, the pandemic, you know, we took a step down to the first division and we saw that as an opportunity for us to build, you know, get some young guys some experience, and then also just improve our situation, get back to a healthy, stable team to be able to come back up and challenge the AFL. We accomplished some of those goals last year. Of course, for last season, the goal was to win the first division. We made it to the playoffs, as Michael said, and lost in the semifinals versus Salzburg. Them along with us and a couple other teams made the move up from the first division to the AFL. And from that point, we've really been putting our heads down and looking to build towards this return. With the restructuring of the league to 10 total teams, I think we're gonna have the deepest and most exciting AFL season that we've seen. Normally, there are only 4 to 5 Austrian teams in the league. This year, we have 8 Austrian teams in the league, so the talent spread is a little bit different with the imports being spread out differently than they have in the past. And of course, with the change in the Vikings and the Raiders' focus up to the ELF, I think top to bottom, including their current AFL teams, all the teams are looking forward to compete on a weekly basis, really get to show what their guys, whether they were younger guys coming up or some older guys that have hung around still that are still working on it and helping to lead some of the younger guys to bring it together. We've really been working. We finished our camp in February and, you know, as our practices now continue to go, working towards really gelling together as a team because we have some new parts, but also thrilled to have John back, to have Teddy back and returning with us. And Mike is an addition. These guys helping us, not just as players, but as coaches and bringing experience from, you know, their university time, from their stops in playing European football. And I've just been delighted to have all these guys here to help join us and help grow our guys from the young guys to the veterans. We understand it's gonna be a big challenge. We get probably a favorite for this year with the Dragons in our first game coming up.
And we're looking forward to it. Our guys are looking forward to it. The focus as we're building, we see it just slowly, slowly, slowly growing. And really looking forward to putting our best foot forward in 2.5 weeks when we get to bring the Dragons to Traun and show everybody what we got. Wie haben Sie die Corona-Situation irgendwie auf Spieler bzw. auf Fans ausgewirkt? Ist schon irgendwas? Also grundsätzlich glaube ich, war für den Sport, für den Vereinssport, der jetzt nicht auf bezahltes Niveau ist, sondern wir haben bis auf unsere US-Guys, haben wir laut Amateure die Mitgliedsbeiträge zahlen, ist das natürlich eine schwierige Situation gewesen, nicht nur für uns, sondern wie gesagt für, glaube ich, jeden Verein in Österreich, ob das jetzt Football oder Tennis oder Fußball war. Man hat gemerkt, vor allem in dem Jugendjahrgang, also die zu Anfang der Corona-Zeit, so weiß nicht, 13, 14 waren, dass wir da sehr viele Leute verloren haben. Also die sind einfach, weil das ist praktisch genau da, wo es richtig lustig wird zum Trainieren anfangen und wo sie Freundschaften entwickeln und was weiß ich was. Das sind Sachen, die uns fehlen. Es hat sich auch in der Kampfmannschaft natürlich was verändert, weil Leute vorsichtig gewesen sind, logischerweise, weil es um Berufe geht, um die Familien geht und die Gefahr doch immer gegeben war, dass irgendwas mit einer Infektion sein könnte. Wie gesagt, das erste Jahr war, wo wir ganz gestanden sind, dann hat man das beim Kader natürlich gemerkt. Also da sind viele, die nicht gekommen sind, entweder das aufgehört haben oder weil sie es nicht wollten, weil sie, wie gesagt, Respekt vor dem Ganzen gehabt haben, zu Recht. Und jetzt kommen wir schon langsam in eine Phase wieder, hoffentlich, und man sieht das auch, dass es sich ein bisschen normalisiert, aber wir brauchen definitiv noch eine Zeit, dass wir gerade im Jugendbereich dieses Loch von 2 Jahren wieder auffüllen können. Aber an dem arbeiten wir und deswegen sind auch die Jungs im Nachwuchstraining immer engagiert und für das sind sie auch da, dass wir nicht nur am Feld besser sind, sondern dass auch die Zukunft praktisch aufgebaut wird mit den Jungs, weil die haben doch sehr viel Erfahrung. Wie es bei uns ist, das jetzt, wir haben ja schon Österreicher, die ewig lang spielen und das merkt man auch, das kommt alles und es greift alles, aber das dauert alles eine Zeit und Corona hat uns natürlich, wie gesagt, ein bisschen was kostet, aber wir arbeiten, dass das wieder aufgeholt wird und wir sind am richtigen Weg. Wie war die Vorbereitung? Ist die durch Corona beeinträchtigt worden oder ist das Training so weit durchgeführt worden? Hat man es so weit durchführen können? Also, wir sind im Spiel, also wir waren Spitzensport, nachdem wir erste Bundesliga sind. Jetzt hat es für uns mit die Regelung, die für den Spitzensport gegolten haben, mit Listen führen und wie sich das halt alles jetzt über diese vielen Monate entwickelt hat, von nur 10 Leuten, einige und was weiß ich was, wir haben das genauso gemacht. Also, so gesehen haben wir trainieren dürfen die ganze Zeit. Aber war halt kein normales Training. Also, es ist, weil das Organisatorische und es hat auch viele Leute nicht. Dann war ich immer nicht mehr interessiert, das Ganze. Ja, man muss das Kind immer noch mal über den Namen nennen. Ist völlig verständlich. Grundsätzlich haben wir trainieren dürfen und jetzt, wo die Regelungen wieder gelockert werden und seit November, sage ich mal, since November, we basically. Back and forth. Ja. Und die Spieler, die jetzt schon länger dabei sind, im Vergleich zu vor Corona, wie seht ihr die Leistungsstärke im Team und dann die Neuzugänge? How are your first impressions on the Steve Schalks Traun? Mhm. Also wir haben, wie der Michael schon erwähnt hat, wir haben auch von den alten Hasen, sag ich jetzt einmal, ein paar Abgänge erlebt, die entweder eh schon vorher überlegt haben, jetzt spielen sie schon seit 10 Jahren, jetzt wäre mal ein Ende in Sicht. Dann ist halt Corona dahergekommen, das war ein bisschen wie eine Art ein Zeichen. Ja, also da haben wir schon ein paar verloren, vor allem defense-seitig haben wir schon 2, 3 sehr erfahrene Leute verloren, das hat uns schon weh da. Das haben wir dann probiert, mit Junge und Neue aufzufüllen. Defense-mäßig, Teddy haben wir letztes Jahr ja auch schon gehabt, das war eine super Ergänzung, vor allem in unserem Defensive Backfield, was immer sehr oder schon über einen längeren Zeitraum ein bisschen anfälliger war. Und jetzt mit Mike in der D-Line. Also ich als Linebacker, ich weiß nicht, wie viel Wissen da footballmäßig da ist. Wenn ich da einen guten D-Liner vor mir habe, ist das 1001. Da habe ich nicht gleich 3 O-Liner in meinem Gesicht blicken, sondern da muss es zuerst mal einen Arm vorbei. Das spürt man schon sehr gut und ich bin echt gespannt und freue mich schon so sehr auf eine Saison. Das habe ich schon seit langem nicht mehr, trotz auch selber einigen Wehwehchen, aber ich freue mich einfach, dass da mal was vor mir ist, auf was ich mich wirklich verlassen kann. Und genau, das ist halt das, was der jetzige Stand ist. Und im Vergleich zu vorher ist schwierig zu sagen. Natürlich vermisse ich jetzt ein paar bekannte Gesichter mit dem Anspiel. Ist halt
11 Jahren, seitdem ich Fußball spiele, der ist jetzt weg, der ist jetzt nicht mehr da, das merkt man, das glaubt man gar nicht so. Das ist so ein bisschen ein weinendes und ein lachendes Auge, aber ich glaube trotzdem, dass die Defense auf jeden Fall dieses Jahr besser aussteigen wird als letztes Jahr vor allem oder die letzten Jahre vor allem. Immer wenn ein Import öfters als ein Jahr da ist, merkt man im zweiten Jahr sofort einiges mehr, weil er ist ja nicht nur, kommt ja nicht nur zum ersten Spiel, sondern hilft dabei mittrainieren, beim Mitcoachen. Und wenn du halt doch immer einen längeren Zeitraum denselben Coach hast, das spürst du als Spieler auf jeden Fall, weil da hörst du nicht fünfmal was anderes, sondern halt mehrere Jahre lang oder halt zwei Jahre in dem Fall dasselbe. Also ich glaube schon, dass man da auf jeden Fall besser dastehen in der Defense. Offensmäßig müsste da einen Schachermeier fragen, Michi, der Receiver, da kann er sicher mehr sagen. Ja, also. Oh, ich bin wegen dem Hals weg, genau. Das ist bei uns eh das Gleiche in der Offense auch. Es wird halt ein bisschen dauern, bis die jungen Spieler auf das Niveau kommen, die Veterans, die jetzt aufgehört haben, gehabt haben. Vor allem auch, weil es einige gibt, die erst letztes Jahr eine Season gehabt haben. Das waren 6 Spiele, 7 Spiele. Und das wird einfach eine Zeit dauern. Aber Offense schauen wir ganz gut aus. Und es ist halt Kontinuität da mit so einem Quarterback seit 5 Jahren. Das merkt man einfach. Das ist was anderes, als wenn man jedes Jahr einen neuen Quarterback hat. Und ja, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und in 2 Wochen werden wir es dann sehen. So, Mike, what's your first impression of the team? A very detailed organization looking to win a championship. And a family environment, too. Your second season? Yeah, so, I mean, obviously I came back because I liked it. I enjoyed the season that we had last year. As you said, it's a family. They were welcoming last year when they brought me on, and any team that's that welcoming shows great character in the team, and that's a trait that you need to be successful on any level. So once I saw that, I realized it makes it easy to work with a lot of these guys. Like you said, with Andy, the defense, the offense, is just, we can make each other better. There's no button heads or who knows more, who's been playing longer, anything like that. We all can grow together, and that's how you build a strong team. So taking that, what we did last year, we're just going to continue to build on it. And so, like I said, it's my second impression. I'm just happy to be here with these guys. Like I said, it's like a family, and I know we can do great things. So from my first year, yeah, from my first impression. From my first year, you know, we were already in the AFL, so it's good to be back and be able to compete again in one of the top leagues in Europe. So, and just like they said, like Michael said, about building the experience, you know, I've been here for a while and we have that chemistry with the receivers and the linemen and the offense. I think we understand what we want to do, what our goals are, and having those years together definitely help us. And my first year also, I was the only import. So now it's great to see, you know, 2 other guys here and more that can possibly be available throughout the next years, you know, are always good steppings for the league and for the team. So, I mean, anything to help the team is always good. And I think over the last 2 years since I've been here, we've been taking the steps to be better and better. And I think, like Jason said, the league is wide open this year. And I don't see why every team should not think that they don't have an opportunity to win it. So we're going in with that mindset. One game at a time, 1 week at a time, but you know, we feel like just like everybody else, we have a legitimate shot to come out and champions at the end of the season. Bezüglich Stadion, mit wie viel Leute rechnet es denn am 3. Also, es ist natürlich, es ist ein bisschen eine Überraschung sein, auch für uns. Also wir werden viel Werbung machen, wir sind dabei, dass wir viel Werbung machen. Uns fehlt mehr oder weniger 2 Jahre in Town, weil das erste war das Corona-Jahr, letztes Jahr haben wir in Wales gespielt, da waren eigentlich die Fans den Umständen entsprechend ganz treu. Und wir hoffen natürlich, dass wir die Ränge so weit wie möglich füllen können. Es ist ein bisschen wetterabhängig am Anfang jetzt nur, sage ich mal, das ist auch verständlich, wenn es jetzt minus 5 Grad hat und es schneit, dann ist es natürlich nicht so interessant. Aber ich glaube, wenn das Wetter passt, dann sollten sie nicht nur die Trauner, sondern auch die Linzer aufmachen, vielleicht eine Jacke ziehen und blamier ich mich gleich, wann ist er am 4. Am 3. Im Stadion, im Traun sich einfinden und sie hoffentlich einen Football-Leckerbissen zu genehmigen, den man schon lange nicht mehr gesehen hat in Oberösterreich, in Traun. Aber ich glaube, wenn die Leute wieder Blut gelegt haben, und wir sind ja, es war immer sehr gut besucht in Traun, und wenn die Leistung dann passt, dann glaube ich,
Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Football-Fans schön Wetterfans sind, weil das sind sie nämlich überhaupt nicht. Aber es macht, es ist natürlich viel, viel interessanter, wenn ich gegen eine Mannschaft spiele, wo ich nicht vorher weiß, als Zuschauer, okay, das ist ja auf Deutsch gesagt, der Tätschmann. Ja, das, ich meine, so realistisch waren wir. Wir haben, das kann ich sagen für die Mannschaft, sie hat immer, egal welcher Gegner das war, das Beste gegeben und hat gekämpft bis zum Schluss. Und ich glaube, das hat man gesehen und deswegen haben wir die Leute so lang und so oft zugeschaut, weil, wie gesagt, ich muss ein bisschen ein Masochist sein, wenn ich mir zum vierten Mal 65-14 gegen die Raiders in Traun anschaue. Ja, wir wissen, das wissen wir und für das sind wir dankbar. Und wir sind auch, deswegen haben wir daran gearbeitet, dass die Liga ausgeglichener wird, weil es für alle das interessanter macht. Und wie es der John gesagt hat, es gibt, glaube ich, keine Mannschaft in dieser 10er Liga jetzt, die nicht davon ausgegangen, dass Meister werden könnte. Und das muss immer in jeder Sportart für jeden, der da mitmacht, das Ziel sein. Weil man, ich meine, und das, ehrlich gesagt, das war das Ziel vor 2 Jahren. Nur, ob das realistisch war, das ist die andere Frage. Aber ich gehe nicht hin und sage, ich verliere das. Ich meine, da, die Chancen sind wahrscheinlich nicht gut, aber you play to win the game. Period. Und das Jahr ist eins, wo man wahrscheinlich, wenn man unseren neuen Sponsor Interwetten fragen würde, dann sind die Chancen nicht so schlecht in die Spiele, wie es schon mal war. Wie schauen da die Quoten aus? ich bin ein Hobbybuchmacher sozusagen. Also ich würde mal sagen, dass wir nicht Favorit sind jetzt gegen die Dragons, aber die Quoten wird nicht so schlecht sein. Ich würde uns einmal, wenn ich Buchmacher war, würde ich unseren Touchdown Vorsprung geben. Also ein 6,5 bis ein 7,5 würde mehr Quoten sein, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie gut sich euch im Wetten und mit Army-Quoten auskennt. Das war meine Quote, aber ich würde auf den Underdog setzen in dem Fall. Aber das darf ich nicht, weil ich bei der Liga dabei bin. Habt ihr jetzt noch Vorbereitungsspiele bis zum 3. Aber wie schaut es da aus? Jason? Do we have any games? What's the rest of the preparation for the season? Practice. We did just have a combined scrimmage versus Hempstead and Thunder. And the rest of the way is us just cleaning up our details, locking in, battling whoever's going to get Corona in the meantime and getting them healthy, because it's a reality. It happens and it is happening. So, you know, trying to stay healthy from now throughout and being ready to put our best forward by that part. And how often do you train for? Right now, 3 times a week. Finally got back up to that, and that's typically the way through the season. In the stadium in Lahn or at the Kunstrasen in? Our field, not in the stadium, but our field next to it in Traun, a couple times. And Kunstrasen in Lechen. Yep. Genau. And another Kunstrasen at an alternative field for the moment, but it should be all in Traun. So. Yeah. Getting ready. Ja, wie gesagt, das ist jetzt auch, es ist, glaube ich, überall, ob das jetzt in einem Sportverein oder in einer Firma ist, wir haben auch die ganze Zeit irgendwelche Corona-Fälle, aber wie gesagt, das wird und kann keine Ausrede sein, weil das betrifft alle gleich und jeder macht das Möglichste, dass man es nicht kriegt, aber die Chancen sind aber nicht so schlecht, würde ich sagen. Aber, wie gesagt, da passen alle drauf auf. Und der Feinschliff die letzten paar Wochen. Und dann, buckle up. We almost buckled. It's gonna come fast. It comes real fast. I mean, as we've seen, the camp feels like it was yesterday, almost in the blink. You know, as we count the practices, it's 8 practices. And when you look at that, you know, you hear weeks, you hear days is one thing. Next month, April is one thing. 8 practices, oh, shoot, it's here. So you feel the energy. And where do you have the camp? At Fakasi. Okay. They have a sports hotel there, and we've been grateful to use their facilities for our last few camps. And as always, it was wonderful. They were great to us. And, you know, it was a great time again for us to build and come together, because it's so hard to get everybody more or less in one spot with everything that everyone's got to deal with. So it's nice to get that to start the season off and then and just continue to add little pieces to the puzzle from there on as we get closer to the Dragons. And you were there 2 weeks, 1 week, or? It was 4 days total, but trust me, if you come there, it'll feel like 2 weeks. Kurz dazu, das ist bei uns nicht möglich. Nachdem, erstens mal brauchen wir da 40 Leute, sind da am Trainingscamp oder mehr. Und nachdem diese Spieler zu
ohne berufstätig sind. Also die brauchen eh relativ viel Freizeit für das Ganze und da müssen sie ein bisschen Urlaub nehmen. Und dann es gibt es auch Leute, die am Wochenende arbeiten, teilweise müssen, die müssen für die Spieler freinehmen. Also da müssen wir dann viel mehr Geld in die Hand nehmen, dass wir alle Spieler zahlen können und dann können wir zwei Wochen auf Trainingslager fahren. Aber ich schätze mal, dass ich das nicht mehr erleben werde. Und ja, aber das ist natürlich das irgendwann mal das wirkliche Profiliga wird. Aber wie gesagt, das ist im Vergleich zu Fußball, wo ich einen viel kleineren Kader habe, das ist viel leichter. Also jetzt leichter möglich, aber ich brauche jetzt, damit ich Profi-Football spielen kann, in einer NFL sind 53 Mann im Kader. Und das ist auch unser GMD-Kader so in der Gegend. Das geht finanziell überhaupt nicht. Gibt es in der AFL Teams, die das wirklich profimäßig komplett durchziehen? Nein, also gar nicht. Grundsätzlich ist bei uns so, dass die Spieler Mitgliedsbeitrag zahlen. Die müssen sich die Ausrüstung selber kaufen, die mittlerweile wie bei Corona alles. Ich habe letztens gesehen, was jetzt ein Helm kostet. Der kostet jetzt mittlerweile 500 Euro, ein vernünftiger Helm. Das ist aus der Privatkasse zu finanzieren. Und es gibt halt dann Vergünstigungen, wenn sie im Jugendtraining oder so helfen. Aber grundsätzlich ist das ein teures Hobby. Und da ist der Verein wieder sehr dankbar, dass die Spieler die Zeit und das Geld auch investieren und den Sport ausüben, den wir alle so gern mögen. Expensive that way and expensive with time. Yeah. A lot of guys have learned that it's not the typical hobby sport, and you know, not to put soccer down or skiing in the winter, but it takes some consistent time and preparation for what we're trying to become. And it shows by the end of it, you see the guys that are really prepared to make a commitment and do some things that are going to be helpful, not just for them, but for the whole unit. Wenn es noch mehr von Corona schon oder so geht, gibt es andere Verletzungen, also keine Verletzungen, aber gibt es irgendwelche gröberen Verletzungssorgen, die sich zu beklagen hat, aktuell? Wir ein bisschen, das ist so Kleinigkeiten da und dort, aber es ist momentan noch nichts Season-Ending. Also es können alle ein Training teilnehmen. Nicht jedes Training, aber das setzen wir mal eins aus, ist gerade ein bisschen lädiert, aber das ist jetzt nicht immer so was. Okay. Wir gehen davon aus, dass er am ersten Spiel am Feld steht. Bin morgen wieder am Feld. Ja, zu schon. Also wir gehen grundsätzlich in voller Stärke. Gehen wir davon aus, dass wir, wenn jetzt nichts passiert in den letzten 8 Trainings, dann sollte das mal so weit funktionieren, zumindest im ersten Spiel. Wir sind die größten Konkurrenten im Titelrennen. So, biggest opponents, who's your favorite? We're our favorite, but as far as what other people may see, I would say naturally the Dragons and Giants as teams that have been consistent playoff teams in the AFL, Prague as well. These teams have been playing in the AFL for 10 plus years, really sharpening themselves against each other. A lot of the other teams are new to the league, so I think those are the teams that are looked at naturally. Salzburg as well, winning the first division last year has to be looked at. And you know, they have some great coaches. That's the other thing. There's great coaches throughout the league. Some departures from some teams, but a lot of coaches coming in as imports as well as players. So, yeah, you know. Even imports, yeah. Every team is going to have anywhere from 3 to 5 imports. So the competition is going to be at an overall higher level. And like you said, with more teams in Austria, I think the talent is spread out pretty well. And so, you know, to see things like that, you know, going into games, you're going to have to account for, you know, certain players, certain times, and every team's going to have a shot being able to have, you know, 3 Americans, you know, 5 imports total. So I think that's also a different look on the league as well. And it's exciting. You know, in the past where you would have the expectation, okay, Raiders, Vikings, who you pick in 1 or 2, and then kind of down the ladder. This year, I think the matchups will play in a lot more than it had in the past. One team's actual strategy, where they have talent, where they have injuries, you know, all those things come into play. And typically it wasn't that way because it was a smaller league, you know, again, very top heavy. But with this, it's going to be exciting. I think for the fans and everybody around it, because from a week to week or, you know, you have an expectation of your team. Maybe, you know, people didn't feel that we were going to compete against some teams from week to week. And now every week somebody comes to the stadium that if we're on top of our game,
We're going to give guys some business. Die Frage nur zu den Sternen. Ihr habt ja 7 Sterne verbraucht, oder? Der Adrian Sotto ist dann der 7. Stern, oder? Nein, der braucht auch 2. Ah, der braucht auch 2. Das heißt, Mexikaner. Ja. Das heißt, jetzt habt ihr alle 8 Sterne. Ja, stimmt eigentlich, genau. Wir haben alle 8. Wir haben 2, 4, 6 und Adrian. Das heißt, alle 8 Sterne. Genau, und wir haben durch unseren Defense-Koordinator haben wir jetzt noch. Das sind Slowenen und die Arbeit, also da sind wir, es gibt dann Verbindungen und das sind Spieler aus Slowenien, die sind nach Linz gezogen und haben einen Lebensmittelpunkt da, die arbeiten in Linz und spielen dann auch Football. Aber das sind Leute, die entweder zum Beispiel bei Ljubljana gespielt haben, also die haben in der AFL gespielt oder bei Znojem oder bei Domžale, die haben in der österreichischen Liga gespielt in Slowenien, also in slowenischen Teams, die sind halt jetzt nach Österreich gezogen und da sind auch ein paar sehr talentierte Jungs dabei. Das ist auch wahrscheinlich die eine oder andere Überraschung am Feld dann. Jetzt nicht mehr. Genau, und wie gesagt, wir haben das mit den Sternen funktioniert also ganz genau dann so. Das Ranking nach dieser Saison oder nach der letzten Saison, wir kriegen praktisch einen Platz, wir waren 8. Und die ersten 2 kriegen 6 Sterne, 3., 4., 7. 5. bis 10. 8 Sterne. Und es ist so, dass pro Spielzug nur 2 Sterne, also ich darf nicht mit 3 Amis am selben Spielzug spielen. Das gilt aber für alle. Das heißt, die 3 Jungs dürfen nicht gleichzeitig am Feld auf der Offense oder Defense sein, sondern es dürfen immer nur 2 sein. Aber ein Stern-Europäer darf, also ich darf dann theoretisch, wenn der John und der Adrian am Feld steht, dann dürfen die nur 2 ein Stern-Europäer in unserem Fall aufs Feld tun. Die wir aber nicht haben, weil wir schon 8 Sterne haben. Und wie gesagt, das ist in sehr guter Zusammenarbeit mit den Teams untereinander, haben sie das irgendwie ausgeschnappt und ausgemacht und da ist sehr, sehr viel kommuniziert worden, dass das für alle eine gültige Lösung ist. Und ich glaube, das macht auch Sinn, dass man schaut, dass das ein bisschen ausgeglichen wird und dass man ein bisschen Flexibilität hat. Und ja. Ja. Wenn es das von den Fragen soweit war, dann sage ich danke.